Ja, herzlich willkommen zu diesem How-To-Video zu unserem neuen RCMS 410. Heute in diesem Video soll es darum gehen, wie werden Messstromwandler und auch andere Peripherie an dieses RCMS 410 angeschlossen und wie nehme ich dieses RCMS 410 anschließend in einem Bändersystem in Betrieb. Ja, zum Anschluss selber ist zu sagen, wir haben hier an diesem RCMS 410 Steckschraubklemmen, mit denen ich dann dementsprechend die Leiter am RCMS 410 anschließen kann. Diese werden dann an der Ober- und Unterseite angeschlossen. Wenn man jetzt also auf das Gerät drauf guckt, dann sehe ich auf der Oberseite vier Stecker für die Wandleranschlüsse. Hier kann ich also meine vier Messstromwandler anschließen und an der Unterseite habe ich zwei größere Stecker. An dem einen wird die DC24-Volt-Versorgung angeschlossen, sowie die Modbus-RTU-Schnittstelle, die wir an dem Gerät ebenfalls haben, und der untere Stecker mit verschiedenen Digital-Ein- und Ausgängen sowie einem Analogausgang. In der Mitte dazwischen haben wir dann noch einen kleinen Schalter für die Terminierung der Modbus-Schnittstelle, dazu dann aber gleich nochmal mehr. Ja, wie das Ganze funktioniert, zeigen wir jetzt an unserem Demoschrank hier. Den haben wir schon ein bisschen vorbereitet. Wir sehen hier einen allstromsensitiven Messstromwandler aus der CTUB100-Reihe. Das entsprechende Anschlusskabel ist schon vorbereitet. Bei einem allstromsensitiven Messstromwandler handelt es sich um einen aktiven Wandler. Das heißt, er ist auch schon mit der entsprechenden Versorgungsspannung versorgt. Wir haben jetzt hier den S1 und S2 Wandleranschluss schon in einer Steckklemme des RCMS 410 verschraubt. Das werden wir jetzt gleich anstecken. Außerdem haben wir hier die 24 Volt DC-Versorgung und die Modbus-RTU-Schnittstelle ebenfalls schon auf den Stecker für das RCMS 410 aufgelegt. Ja, jetzt hänge ich dieses RCMS 410 einfach mal in unseren Demoschrank rein. Wie gesagt, das Gerät ist für Hutschienenmontage geeignet. Das heißt, ich kann das hier auf einer Standard-Hutschiene montieren, ganz normal, wie man das gewohnt ist von solchen Geräten. Und kann dann entsprechend das Gerät mit den Steckklemmen verbinden, die wir hier vorbereitet haben. Das wäre jetzt für den ersten Kanal, haben wir hier einen Typ-B-Wandler, den ich jetzt mit der Steckklemme am Gerät anschließe. Und anschließend stecke ich jetzt den Stecker mit der Spannungsversorgung und der Modbus-RTU-Schnittstelle an der Unterseite des Geräts ein. Wenn das erfolgt ist, haben wir eine kurze Aufstartphase. Wir sehen, die LED beginnt zu leuchten. Jetzt dauert das einen kleinen Moment, bis das Gerät wirklich gestartet ist. Und jetzt sehen wir schon, da passiert etwas, da tut sich was. Es leuchten mittlerweile fast alle LEDs. Es blinkt nämlich jede Kanal-LED gelb. Zusätzlich blinkt die Geräte-Status-LED gelb, wenn es ein kritischer Gerätefehler ist, der zum Beispiel zur Folge hat, dass das Gerät eingetauscht werden müsste oder in irgendeiner anderen Art und Weise vom Bänder repariert werden müsste, dann würde die LED, die Status-LED, rot blinken. In dem Fall blinkt sie gelb und die Kanal-LEDs blinken. Das ist der erste Hinweis drauf. Hier ist ein Messstromwandler-Anschlussfehler. Entweder ist gar kein Wandler angeschlossen oder das Gerät ist noch nicht richtig konfiguriert. Ja, so viel dazu. Beim Anschluss selber ist noch zu beachten, das ist sehr wichtig. Messstromwandler, wie wird der angeschlossen? Wir haben die S1 und S2 Leitung, damals noch als K und L bezeichnet, S1K, S2L. Es ist wichtig, dass das richtig verbunden wird. Wir haben also an dem Messstromwandler einmal diesen S1 Anschluss und den S2 Anschluss. Der muss entsprechend auch wirklich mit dem S1 bzw. S2 am Gerät selber verbunden werden. Außerdem ist es wichtig, dass wir hierbei die Messstromwandler von der Spannungsversorgung her bei diesen Typ-B-Messstromwandlern nicht durchverdrahten, sondern dass die Spannungsversorgung zu den einzelnen Messstromwandlern sternförmig ab dem Netzteil erfolgt. Ansonsten kann es da zu Potentialverschleppungen kommen und das Messsignal kann verfälscht werden. Ja, so viel zum Hinweis, wie man den Messstromwandler richtig anschließt. Bei Typ-A-Wandlern haben wir das Thema mit der Spannungsversorgung nicht, aber auch da ist es wichtig, dass S1 und S2 korrekt an das RCMS 410 angeschlossen werden.
Zur Spannungsversorgung ist nicht viel zu sagen. Das ist eine Standard 24 Volt DC Spannungsversorgung, die wir hier an der Unterseite des Geräts anschließen. Modbus RTU. Hierbei ist wichtig, dass A und B in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden. Ansonsten würde man das später sehen, wenn man versucht, mit dem Gerät zu kommunizieren. Dann würde keine Verbindung hergestellt. Außerdem bei Modbus RTU immer zu beachten, das erste und das letzte Gerät an diesem Bus müssen terminiert werden. Dafür haben wir an dem RCMS 410 einen kleinen Schalter. Wenn das also das letzte oder das erste Gerät am Bus ist, kann man diesen Schalter umlegen, sodass im Gerät automatisch eine Terminierung der Schnittstelle erfolgt. Und jetzt kann es dann an die Parametrierung im Bändersystem, an die Inbetriebnahme des Geräts im Bändersystem gehen. Bevor wir aber wirklich die Inbetriebnahme vornehmen, müssen wir zuerst noch prüfen, ob die Schnittstelleneigenschaften zueinander passen. Damit die Geräte nämlich miteinander kommunizieren, müssen die Einstellungen für die Schnittstelle, das bedeutet insbesondere die Baudrate, die Parität, Anzahl der Stoppbits, das muss zueinander passen. Ansonsten kommt es da zu Kommunikationsproblemen und ich kann mit einem übergeordneten System, mit einem Bänder-Gateway, nicht auf dieses RCMS 410 zugreifen. Ja, der einfachste Weg, um die Einstellungen der Schnittstelle zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, der besteht in der Bänder Connect App. Die Bänder Connect App ist auch ein neues Feature der Smart Detect Geräteserie, funktioniert mit einer NFC-Schnittstelle, die in jedem neuen Gerät verbaut ist. Da das Gerät jetzt schon im Betrieb ist, muss ich die NFC-Schnittstelle des Geräts erst aktivieren. Dazu drücke und halte ich den Test-Reset-Knopf des Geräts. Jetzt fängt die Status-LED an zu blinken, rot. Wenn die Status-LED wie jetzt gerade blau blinkt, lasse ich den Test-Reset-Knopf wieder los. Dann ist die NFC-Schnittstelle für 5 Minuten aktiviert, es sei denn, ich deaktiviere sie vorher wieder. Das wird signalisiert über ein unregelmäßiges blaues Blinken. Jetzt kann ich mich also mit meiner Bänder Connect App mit dem Gerät verbinden. Dazu ist es wichtig, dass ich etwas geduldig bin, bis die Verbindung aufgebaut ist, vielleicht auch mit dem Handy nochmal die Position der Antenne suche. Es geht da wirklich um Nahfeldkommunikation, man muss da sehr nah an der Antenne dran sein. Dann wird die Verbindung hergestellt und wenn die Verbindung da ist, kann ich hier übers Gerätemenü, ich komme hier in ein Menü rein, da kann ich dann auf Settings, Einstellungen gehen und dann dementsprechend bei den Schnittstellen, Interface-Einstellungen die Modbus RTU-Schnittstelle überprüfen, Geräteadresse anpassen, Baudrate anpassen, Parität und die Anzahl der Stoppbits, sodass das Gerät nachher zur Gegenstelle passt. Wenn ich die Parameter nach meinen Wünschen oder nach den Anforderungen der Gegenseite geändert habe, dann kann ich das einfach überspeichern, wieder an das Gerät übertragen. Und jetzt kommen wir dann wirklich zur Einrichtung an der Gegenstelle, zur Inbetriebnahme des RCMS 410 in einem Bändersystem an einem Bänder-Gateway. Ja, wir haben jetzt also unser RCMS 410 über die Modbus RTU-Schnittstelle mit dem Control Panel CP907 verbunden und haben überprüft, dass die Schnittstelleneinstellungen zueinander passen. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Gerät an diesem CP907 Comtrack-System in Betrieb nimmt. Dazu gehen wir hier links auf die Werkzeuge, gehen dann auf den Reiter Geräteverwaltung, der sich öffnet, gehen dann auf Modbus Geräte und Geräte verwalten. Das wählen wir aus. Wir sehen jetzt schon in dieser Liste alle Geräte, die bisher an diesem CP907 angeschlossen sind. Da wollen wir jetzt unser neues RCMS 410 ebenfalls hinzufügen. Dann wählen wir dementsprechend rechts unten in der Ecke den Eintrag Hinzufügen-Button aus und gehen dann auf Geräte suchen und konfigurieren. Denn das RCMS 410 kann automatisch in Comtrack gefunden und integriert werden. Wir bestätigen den Dialog des Startens der Gerätesuche mit Weiter. Da wir jetzt nur das RCMS 410 angeschlossen haben, können wir an der Stelle auch schon die Suche beenden. Und wir sehen, das RCMS 410 wurde erfolgreich an Adresse 8 der Modbus RTU-Schnittstelle gefunden. Um das Ganze jetzt zu verifizieren, könnten wir das Gerät auch nochmal blinken lassen. Dazu gibt es hier neben diesen Button mit der Glühbirne drauf. Wenn wir den jetzt drücken, wird man am RCMS 410 ein Lauflicht aufblinken sehen, was dann eben nochmal verifiziert, dass wir uns wirklich mit dem richtigen Gerät verbunden haben und dass wir dieses Gerät jetzt hinzufügen können. Das Hinzufügen bestätige ich ebenfalls mit Weiter.
Jetzt werden die Daten des Geräts geladen. Es dauert einen kleinen Moment. Wenn das abgeschlossen ist, kann ich den Dialog wieder mit weiter bestätigen. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, individuelle Texte für mein Gerät zu vergeben. Zum Beispiel einen individuellen Gerätename oder auch individuelle Bezeichnungen für die jeweiligen Messkanäle. Hierbei schon direkt zu sehen, das RCMS 410 wertet je nach angeschlossenem Messstromwandler nicht nur den RMS-Differenzstrom aus, sondern auch die AC-Komponente und die DC-Komponente des Differenzstroms. Wenn ich meine Texte vergeben habe, kann ich den Dialog mit der Taste Fertigstellen beenden. Jetzt wird das Gerät hinzugefügt. Jetzt kann ich per Direktklick auf die Adresse, sogar direkt auf die Ansicht des Geräts gehen. Jetzt sind allerdings in COMTREX die Buttons für das Gerätemenü noch ausgegraut. Das kann daran liegen, dass wir das Gerät gerade erst hinzugefügt haben zum System. Gegebenenfalls ist daher ein Neustart des COMTREX-Geräts notwendig. Ja, nach einem erfolgreichen Neustart des CP907 lädt dann auch der Bildschirm nochmal neu und dann können wir über die Systemübersicht des CP907 über die Modbus RTU-Schnittstelle auf das neu hinzugefügte RCMS 410 gehen. Da wird uns dann auch gleich der vorhin angesprochene Anschlussfehler des Messstromwandlers signalisiert, weil wir haben ja nur an Kanal 1 einen Messstromwandler angeschlossen und den auch noch nicht richtig konfiguriert. Und an den Kanälen 2, 3 und 4 ist bisher gar kein Messstromwandler angeschlossen. Da kommen wir jetzt auch schon zum wichtigsten Punkt beim RCMS 410. Wir haben ein vierkanaliges Gerät und wir müssen tatsächlich jeden einzelnen Wandlerkanal parametrieren, selbst wenn dieser nicht genutzt ist. Dazu gehen wir jetzt in das entsprechende Menü. Wir gehen also auf das Gerätemenü, gehen dort auf Einstellungen, wählen dann aus Messstellen und hier sehen wir jetzt die unterschiedlichen Kanäle 1 bis 4 oder wir können sogar Einstellungen für alle Kanäle auf einmal vornehmen. Da bekommen wir dann nach kurzer Wartezeit eine entsprechende übersichtliche Tabelle mit allen Einstellmöglichkeiten angezeigt. Und hier werden wir jetzt den Kanal 1 entsprechend parametrieren. Wir hatten hier also vorhin einen Typ-B-Wandler angeschlossen, den müssen wir jetzt auch auswählen. Wir könnten hier jetzt noch entsprechende Frequenzfilter einstellen, fehlerspeicherndes Verhalten wählen und wir könnten die Alarmschwellen verändern. Für die drei anderen Kanäle setzen wir die Funktion auf Aus, da wir hier keine Wandler angeschlossen haben. Und wie gesagt, es ist enorm wichtig, bei RCMS 410 alle Kanäle zu parametrieren, insbesondere auch dann, wenn keine Wandler angeschlossen sind, damit nachher keine Fehlermeldungen auftreten. Die vorgenommenen Änderungen schreiben wir jetzt mit dem Speichern-Button auf das Gerät. Die Änderungen werden dann übernommen vom Gerät und wenn wir jetzt wieder in die Geräteübersicht gehen, auf das Gerät RCMS 410-24, sehen wir, die entsprechenden Fehlermeldungen, Anschlussfehler, Messstromwandler sind weg. Wir sehen also jetzt ganz normal die Messwerte des Geräts, wir sehen den RMS-Differenzstrom, wir sehen die AC- und DC-Komponente. Bei Messstelle 2, 3 und 4 werden uns zwar noch angezeigt, aber es wird kein brauchbarer Messwert mehr angezeigt und es kommen auch keine Alarmmeldungen, da die Funktion hier entsprechend auf Aus steht. Ja, so viel zu unserem heutigen How-To-Video zum RCMS 410. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr habt gesehen, wie das Gerät angeschlossen wird, was zu beachten ist bei Anschluss und Inbetriebnahme, wie man das Gerät in COMTREX integriert, hinzufügt und auf was insbesondere dort dann auch bei der Inbetriebnahme zu achten ist. Viel Spaß mit dem neuen RCMS 410.